Hallo Menschen, heute möchte ich das Buch Die Wahrheit sagen von Josef Bomanek rezensieren. Dieses äußerlich schöne Buch wurde mir über eine Agentur, Literaturagentur vom Verlag vorgeschlagen und es ist das erste Mal, dass ich der Meinung bin, so ein Vorschlag passt wirklich zu mir und zu meinem Kanal. Es passiert nicht sehr oft, dass ich kontaktiert werde, aber die paar Male, die es bisher passierte, dachte ich mir immer so, wie bin ich in den Verteiler gekommen? Das passt überhaupt nicht zu mir. Was haben sich die Leute dabei gedacht? Vermutlich nicht sehr viel. Das hier klang aber auf jeden Fall interessant und ich habe mich sehr gefreut, es zu lesen. Unser Protagonist ist Bernhard Mares, der in einer Straßenbahn geboren wurde, allerdings nicht bei seiner Mutter, sondern in einem Waisenhaus aufwächst. Und da erlebt er schon so die ersten eher negativen, prägenden Erlebnisse, was auch dafür sorgt, dass er dann freiwillig als junger Mann zur SS beitritt. Hauptsächlich, weil auf einem Plakat halt so was von Familie und von Heimat stand und das hat ihn halt angesprochen. Und das ist nur der erste Punkt in einem wirklich verrückten, auf jeden Fall sehr, sehr wechselhaften Leben. Ich habe es schon in meinem Monatsrückblick kurz angedeutet. Ein weiterer Punkt seiner Biografie wäre zum Beispiel, dass er dann nach dem Krieg Parteisekretär bei den Kommunisten in der Tschechischen Republik wird. Das heißt, es geht wirklich von einem ins andere. Er war tausendmal gefühlt in Lagern und Gefängnissen und sein Leben ist auf jeden Fall nicht geradlinig verlaufen. Immer wieder ganz viele verrückte Dinge, die teilweise auch irgendwie mit ihm passieren. Auf diese einzelnen Stationen will ich gar nicht näher eingehen. Das könnt ihr eventuell dann beim Lesen selber erfahren. Was ich aber unbedingt sagen muss, für mich war Bernhard Mares ein absolut unsympathischer Protagonist. Wirklich, von vorne bis hinten. Nicht meine Art Mensch. Und ich habe in Büchern sehr, sehr oft Probleme mit unsympathischen Protagonisten. Ich versuche es immer wieder. Ich versuche dann auch halt so objektiv zu sein und sagen, es ist ja absichtlich so, beziehungsweise in dem Fall soll es sogar eine wahre Geschichte sein. Da komme ich dann später nochmal drauf. Und das macht das Buch ja an sich nicht schlecht, nur weil ich den Menschen nicht mag. Aber oft bin ich halt dann so von den Protagonisten genervt, dass ich auch das Buch als Ganzes halt so negativ in Erinnerung habe. Ich muss aber sagen, es war schon sehr interessant, mal eine Geschichte, vor allem zu diesem Zeitpunkt mit dem Zweiten Weltkrieg, aus der Sicht eines Menschen zu lesen, der eben freiwillig der SS beitritt, weil ich meistens dann doch eher Geschichten aus der Opferrolle lese oder halt Leute, die zwar in den Krieg eingezogen wurden, zum Beispiel wie im Frühling sterben, aber das nicht freiwillig tun, die Probleme damit haben. Und ich meine, natürlich ergeben sich auch für ihn viele Probleme, aber er ist halt wirklich, ja, niemand, den man jetzt so großartig betrauern könnte, sondern ja, oft halt wirklich ein Arschloch. Es hat aber einfach auch sehr oft Widerwillen in mir ausgelöst. Also richtig deutlich wurde es bei mir, dass ich irgendwie eine Stelle in dem Buch las, es zuklappte, weglegte und mir dachte, oh nee, ich habe jetzt eigentlich wirklich keine Lust, über diesen Menschen weiterzulesen. Ich finde den so unsympathisch und das ist mir halt mehrmals passiert. In diesem Buch gibt es auch noch eine Rahmenhandlung, dass nämlich ein oder eben der Autor Josef tatsächlich auf diesen Bernhard Mares trifft. Und es wird auch immer wieder betont, dass das eben eine wahre Geschichte sein soll und er hört sich sein Leben an und rekapituliert das auch immer mal ein bisschen, was er da gerade macht, warum er diese Geschichte aufschreibt und so weiter und so fort. Ein kurzes Zitat dazu halt, das ist dann immer kursiv und in Ich-Perspektive geschrieben. Mir kamen ernste Zweifel, ob ich weiter über dieses Arschloch schreiben sollte. Wenn ich ihn ansah, fühlte ich nichts als Verachtung. Aber dann fragte ich mich, was aus mir geworden wäre, hätte ich in seine Haut gesteckt. Was Bernhard Mares mir erzählte, war absurd und traurig, aber es zeugte auch von einer großen Kraft, von der Fähigkeit, das Schicksal anzunehmen, wie es ist. Immer wieder dachte ich, was ist das bloß für ein Typ? Und da wusste ich noch längst nicht alles über dieses Produkt einer Tanzpause an einem Silvesterabend. Und wie gesagt, ergeben sich daraus teilweise so interessante Reflexionen, wenn also er auch darüber nachdenkt, was das halt für ein unsympathischer Mensch ist, was mir ja auch aufgefallen ist. Und er interferiert halt immer mal wieder so ein bisschen in die Geschichte, was ich ganz nett fand. Aber dann muss ich auch wieder sagen, dass auch diese Rahmenhandlung teilweise wieder so ein bisschen klischeehaft wird. Denn der Autor hat natürlich ein Alkoholproblem und hatte vorher halt keine so richtige Geschichte, die er schreiben soll. Und das habe ich halt schon tausendmal gehört. Also zum Beispiel jedes dritte Stephen King-Buch hat ja irgendwie auch dieses Klischee eines alkoholkranken Autors. Und manchmal hatte ich halt das Gefühl, es wurde dann auch so ein bisschen pseudo-tiefsinnig. Aber auch darauf komme ich gleich nochmal zurück. Erst noch etwas so ein bisschen zum Aufbau zur Sprache. Es sind sehr kurze Kapitel. Mir ist aber aufgefallen, dass ich Sprache teilweise so etwas holprig fand. Also er versucht manchmal auch so ein paar schöne Bilder mit reinzubringen. Aber halt unglaublich oft hört man halt auch wieder das Wort ficken. Auch dazu kurz ein Zitat. Er hatte sich in diesem Urlaub beinahe zu Tode gefickt. Und das kommt halt immer wieder vor, auch direkt das Wort abgefuckt. Und das ist halt so eine Sache, die ich in Literatur einfach nicht schön finde. Also da kann ich mich auch vors Kaufland stellen und den Jugendlichen dort zuhören. Das ist ungefähr genau dasselbe Niveau. Ich weiß nicht, ob das irgendwie
absichtlich provokativ sein sollte. Es gibt zum Beispiel auch einen Moment, wo dann der erste Mensch, der zu Bernhard im Gefängnis mal wirklich eigentlich nett und normal ist, ist halt auch so ein ehemaliger SS-Offizier oder Mann auf jeden Fall. Und da frage ich mich dann auch manchmal so, ja, was soll mir das jetzt schon wieder sagen? Ich meine, wir hatten ja jetzt eigentlich auch schon mehrere Bücher, in denen es zum Beispiel um den Alltag von KZ-Aufsehen oder so geht, die schon mal so mit diesem Bild spielen, dass sie halt die größten Grausamkeiten begehen und dann trotzdem auch was Nettes tun können. Aber hier war es dann halt einfach so, dass ich mir dachte, okay, ja, alle anderen sind scheiße, aber der SS-Mann ist wieder der Gute. Und ja, es gab so mehrere Sachen, die mich halt ein bisschen nerven. Es geht auch so weiter. Es gibt in diesem Buch auch eine Prophezeiung, die immer mal wieder so ein bisschen eine Rolle spielt. Und was mir halt auch nicht so gefiel ist, es gibt Allgemeinaussagen über Frauen und Männer und auch so über Gott und ja, verschiedene spirituelle Dinge, die ich halt nicht so sehr als Allgemeinaussagen mag. Beispiele. Er sagt: Aber die Frauen sind Luder, zu jeder Zeit, im Namen der Liebe. Sie sind zu allem fähig. Und das sagt niemand, also das ist jetzt kein Zitat, sondern das ist die Erzählstimme. Also es wird wie so eine Allgemeinaussage gebracht. Oder wortwörtlich gab es auch mal: Wir sind Sklaven unseres Schwanzes. Das ist auch so eine Sache, die ich halt nicht mag. Oder um eher so in diese spirituelle Richtung zu gehen, da versucht jemand, sich umzubringen, also unter Wasser, und sie hört dann eine Stimme. Und dann geht es weiter, bla bla bla. Zitat wie geheißen, und ihre Seele erhob sich aus dem Wasser und bekam Flügel. So trieb mit der Strömung nur noch die leere Hülle jenes himmlischen Anteils, der sich in jedem von uns findet. Und das ist halt auch so, wie so eine allgemeine Wahrheit, also als ob das halt definitiv so ist. Ihre Seele erhob sich in diesem Moment in dem Himmel. Und ich mag das halt nicht so, wenn das wie, also wenn das jetzt jemand glaubt und das halt so dort steht, so, sie hatte die Vorstellung, das und das passiert, dann kann ich damit natürlich leben. Aber es ist jetzt so, als so ist es halt passiert und das mag ich immer nicht so. Ich gebe euch ein letztes Beispiel dafür. Es gibt kein Ding auf Erden ohne das Zutun und Wissen Gottes. Es bestehen geheime Verbindungen zwischen den Hängen, im Sonnenlicht, den Wäldern, den Gaskammern in Mauthausen, den russischen Soldaten, die einen ehemaligen Häftling vergewaltigten, der Geburt eines Kindes in einer Straßenbahn und den gottlosen Trinkgelagen zu Ehren von Sepp, dem in Leningrad die Därme aus dem Körper platzten, sich wie graue Schlangen winden und im gleißenden Sonnenlicht des eiskalten Tages farbig schillern. Nichts geschieht ohne Grund. Und auch Bernhard Mares Weg ist ein Beweis für das Göttliche. So wie, so ist es halt. Bin ich nicht so Fan von, also ich habe überhaupt kein Problem, wenn das jemand glaubt, aber ich möchte das nicht so als feststehende Wahrheit hingeklatscht bekommen. Und dann gibt es noch so eine Sache, die halt auch eigentlich die zentrale Idee dieses Romans betrifft, eben die Wahrheit zu sagen. Auch dazu gibt es ein Zitat, es gibt halt einen Moment, in dem er das beschließt, jetzt nur noch die Wahrheit zu sagen. Und dann, Zitat: So überlebte er dank seiner merkwürdigen Vorliebe, der wahnwitzigen Angewohnheit, die Wahrheit zu sagen. Sie hielten ihn schlicht für einen Verrückten. Und ich glaube, an manchen Stellen sollte es halt so ein bisschen absurd lustig wirken. Also wenn man selbst vielleicht eine Lüge erwartet, dann sagt er die Wahrheit und die Leute nehmen ihn halt nicht ernst und sagen, ach, der ist ja total verrückt, weil sie ihm oder noch dann die Wahrheit nicht glauben. Und auch das fand ich aber halt oft einfach fragwürdig. Also das war nicht lustig oder vielleicht soll es auch tragisch-komisch sein, aber auch das fand ich nicht. Ich fand es eher seltsam. Das heißt, ihr hört, wie hin und hergerissen ich bin. Ich habe auch, als ich die Rezension jetzt so ein bisschen vorbereitet habe, noch überlegt, wie fand ich denn Romane nur eigentlich? Also es war auf jeden Fall, es war interessant. Es war aber auch nicht zum Genießen, absolut nichts. Es war eher eine Aufgabe, halt dieses Leben zu verfolgen, weil es halt einfach nicht schön ist. Und ich meine, ich will in Literatur definitiv nicht nur Schönes lesen. Das wisst ihr eigentlich auch, wenn ihr mir schon ein bisschen länger folgt. Aber ich war ja an manchen Stellen wirklich einfach genervt. Also unter anderem auch, was ich vorhin schon angedeutet habe, es gab halt so pseudo-tiefsinnige Momente. Zum Beispiel im Moment, da muss unser Erzähler sich übergeben und dann hängt er da so über der Kloschüssel und dann, als er sich da in den Wellen des Klos mit seinem Erbrochenen drin sieht, da fängt er an, so über sich nachzudenken. Aber wer bin ich denn? Und das sind so Momente, da weiß ich halt wieder nicht so richtig, was ich von dem Buch halten soll. Ich habe auch aktuell das Gefühl, ich habe nicht so wirklich das Bedürfnis, es nochmal zu lesen, einfach wegen des Protagonisten, weil der mir so unsympathisch war. Aber es war auf jeden Fall was Interessantes. Ihr seht ja auch, dass ich lächle. Also ich bin dem Buch jetzt nicht negativ gesinnt, dem Protagonisten schon. Und ja, mit dieser etwas schwammigen Meinung entlasse ich euch jetzt in euer eigenes Denken. Ich glaube, über dieses Buch muss man sich wirklich einfach eine eigene Meinung bilden. Ich weiß, dass Caro es auch schon besitzt, glaube ich. Sonst habe ich noch von niemandem was gehört. Ihr könnt mir gerne was schreiben, was ihr davon haltet oder wie ich jetzt über das Buch geredet habe, weil ich mir selber noch so ein bisschen unsicher bin. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Hallo Menschen, heute möchte ich die Wahrheit sagen von
Heute möchte ich die Wahrheit sagen.